Ja, moin. Ihr solltet mich jetzt zumindest schon mal hören. Ich bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das technisch vorgestellt habe. Ich warte jetzt im Moment noch, dass ein paar mehr Leute den Stream sehen. Wenn ihr mich nicht gut hört, dann schreibt im Chat. Wenn ihr mich gut versteht, könnt ihr auch mal kurz Rückmeldung geben. Das Setup hier ist komplett neu. Ich habe hier noch nie gestreamt. Ihr werdet wahrscheinlich auch ein bisschen die Straße hören, leider. Ich sitze jetzt hier an der Uni. Da ist unten die Mühlenfortstraße, da fährt öfters mal die Straßenbahn vorbei. Aber ansonsten solltet ihr mich gut verstehen. Okay, cool. Also ich würde nächstes Mal versuchen, den Link ein paar Minuten früher zu posten. Jetzt nachdem ich auch wie ich weiß, wie ich das alles richtig anstellen muss. Aber im Moment haben wir jetzt 160 Leute. Ich habe halt keine Ahnung, wie viele noch live dazukommen wollen. Wir haben ja irgendwie 500 in den kleinen Übungen, glaube ich, mittlerweile. Aber andererseits können die sich dann auch die Aufzeichnung anschauen. Ich will euch jetzt ja nicht für bestrafen, dass ihr pünktlich seid. Genau, also die YouTube zeichnet die Videos automatisch auf. Da muss ich mich eigentlich um nichts kümmern. Ich muss noch rausfinden, ob ich da irgendwie den Anfang wegschneiden kann, an dem nichts passiert. Aber ansonsten kann man sich die danach auch nochmal anschauen. Das heißt, wenn ich irgendwas zu schnell mache, würde ich sagen, bleibt live dabei. Also ihr könnt sogar zeitversetzt schauen. Das heißt, ihr könnt dann quasi zurückspulen, während ich schon weitermache. Aber ich weiß nicht, ich würde einfach dabei bleiben und am Schluss nochmal reinschauen. Oder die Stellen nochmal anschauen, die nicht so klar waren oder zu schnell waren. Ich versuche auch den Chat im Blick zu halten, mal schauen, wie gut es klappt. Cool, wir sind schon bei 200 Leuten. Da mache ich mich mal sichtbar. Hey, okay. Alles klar, würde ich einfach mal anfangen. Jo, wir sind bei der dritten Übung mittlerweile, Programmieren 1 immer noch. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, so allgemeine theoretische Sachen. Und dann, wenn wir, ja, habe ich Zeit für Fragen, können wir mal schauen, ob wir irgendwas schon üben können. Ich habe mal in die Vorlesungsfolien reingeschaut, da ist jetzt ja noch nicht so viel Technisches, was wir schon machen können, aber wir können vielleicht ein paar Sachen ausprobieren. Okay, also zum Ersten die Studienleistung. Ihr habt ja schon gesehen, das erste Übungsblatt ist online. Wie immer halt wie die ganzen anderen, wie die Vorlesungsfolien und so, sind die halt auch im Stud.IP hochgeladen, in dem Dateienordner. Und da steht eben auch dann in dem Übungsblatt die Abfragefrist, aber ich habe sie auch nochmal, das ist halt in ungefähr 2 Wochen am Sonntag spätestens, nachts und dann bei uns im Git. Das sind 4 Pflichtaufgaben. Also das heißt, also in dem Übungsblatt gibt es jetzt nur Pflichtaufgaben, später machen wir dann auch Übungsblätter mit freiwilligen Aufgaben. Und ich habe ja am Anfang gesagt, man braucht 33% der Punkte in jedem Blatt. Was ich damit meine, ist jetzt, oder halt damals, ich habe mal ursprünglich, glaube ich, gesagt, 33 Punkte pro Aufgabe oder so, vergesst das. Die neue Regel ist jetzt 33% der Punkte pro Blatt. Ja, also es ist relativ egal, wie ihr die Punkte sammelt. Ihr könnt zum Beispiel auch nur die letzte Aufgabe machen, die gibt 5 Punkte, dann habt ihr schon die 33%. Ist halt, würde ich jetzt nicht empfehlen, weil die späteren Blätter waren eher schwieriger. Das heißt, es würde sich jetzt lohnen, in diesem Übungsblatt alle Punkte zu sammeln, dass ihr dann bei den späteren Übungsblättern ein bisschen mehr Spielraum habt. Und außerdem eben noch die Erinnerung, 33% reichen ja nicht. Also ihr braucht über alle 5 Übungsblätter, das sind geplant insgesamt, braucht ihr dann 50% der Punkte. Das heißt, ja, man kann mal bei einem Blatt schlechter sein. Ja, kann ja mal irgendwie passieren, dass man einen Fehler macht oder zu wenig Zeit hatte. Aber insgesamt sollten es eben schon so die Hälfte der Punkte sein, sonst reicht das nicht. Genau, das war die Studienleistung. Und dann, was haben wir noch so vor? Also ich wollte mal hier so einen kurzen Übersichtsplan machen mit der kleinen Übung. Also es ist so, wir haben jetzt ja diese Woche, habe ich gesagt, dass wir eben die kleine Übung Pflicht machen wollen. Eben einfach aus dem Grund, damit ihr euren Gruppenpartner findet und euch mal dem Hiwi vorstellen könnt und er wiederum euch und dass ihr das halt einfach mal, dass das einfach mal alles funktioniert sozusagen, dass wir mal eine kleine Übung hatten. Und danach sind die eben immer freiwillig. Und ich habe jetzt mal hier die Termine. Also der Plan ist quasi, dass es jede zweite Woche stattfindet, aber ihr seht schon die Ausnahme. Das ist quasi diese Woche. Ne, und nächste Woche ist dann nochmal
einfach weil die Hiwis noch nichts zu tun haben. Und danach ist dann eben so, nach dieser Woche, da gebt ihr ja in dieser Woche, am Ende der Woche gebt ihr ja das Übungsblatt ab. Und dann in der Woche danach sind die eben beschäftigt, das zu korrigieren. Das heißt, da findet dann keine kleine Übung statt und dann findet wieder eine statt. Da könnt ihr dann quasi Fragen stellen zur Korrektur eben oder da gibt es ja dann schon wieder ein neues Übungsblatt. Könnt ihr zum neuen Übungsblatt Fragen stellen und dann ist halt wieder so, dann ist wieder eine Woche quasi keine kleine Übung, weil die mit Korrigieren beschäftigt sind. So, dann geht das eigentlich immer so weiter, aber nicht sonderlich lange, weil dann ist halt schon wieder irgendwie die Weihnachtszeit. Also hier steht ab dem 20.12. ist schon vorlesungsfrei. Und vorlesungsfrei heißt halt für uns auch keine Übungen, ja. Also keine große Übung, keine kleine Übung, die ganzen Sachen. Also da ist halt dann komplett frei für alle. Genau, das ist so der Plan. Für nächstes Jahr mache ich dann nochmal irgendwann einen neuen Plan. Aber dann könnt ihr euch halt schon mal überlegen. Wie gesagt, die sind eh alle freiwillig, aber wenn ihr nicht, dass ihr halt dann mal aufkreuzt, sondern ist keiner da, dann wisst ihr quasi, in welcher Woche die stattfinden und welcher nicht. Genau, dann nochmal. Eigentlich hoffe ich, dass das Thema langsam durch ist. Aber, oh, ich kenne auch mal. Wir haben schon wieder eine Frage im Chat. Ja, da war eine Frage ob der Gruppenpartner in der gleichen kleinen Übung sein muss. Ja, also das macht es. Sonst ist es quasi nicht möglich, die zu korrigieren für den Hiwi, weil die Übungsgruppen sind ja bei 13 verschiedenen Leuten. Und die können quasi nur korrigiert werden, wenn ihr in derselben Gruppe seid, ne? Also, wenn ihr unbedingt mit jemand zusammen sein wollt, noch gibt es ein paar Gruppen, da komme ich auch gleich noch dazu. Es gibt noch ein paar Gruppen, die offen sind. Ja, die Anmeldefrist war zwar eigentlich gestern, aber es gibt noch ein paar Gruppen, die sind noch so leer, da kann man auch noch hinwechseln, meines Wissens. Also, ich weiß nicht, wie das läuft, wenn ihr schon in der Gruppe seid und jetzt noch wechseln wollt. Das geht wahrscheinlich nicht mehr, aber da bin ich mir nicht so sicher, was StudIP da macht. Genau, aber euer Gruppenpartner muss halt schon in der gleichen kleinen Übung sein, sonst funktioniert das nicht. Genau. Ich mache mal nochmal die Folie weg, weil da kommen noch mehr Fragen. Die Frage ist, ob die Hausaufgabe, wenn die schon einmal bestanden wurde, ob man die dann nochmal machen muss. Nee, also wenn die Studienleistung erfolgreich abgeschlossen wurde, das muss man nur einmal machen. Man kann das natürlich trotzdem freiwillig nochmal teilnehmen. Also ich hatte da auch schon Anfragen. Es gibt mehrere Leute, die möchten nochmal üben. Da spricht nichts dagegen, das kann ich eigentlich eher sogar empfehlen. Wir haben ja gerade so genug Plätze anscheinend für alle. Also es sind eben noch ein paar leere Slots frei. Genau, aber man muss die nur einmal bestehen. Also es reicht, wenn man die letztes Semester. Man sollte sich halt sicher sein, dass man die bestanden hat. Also ich werde vielleicht nochmal nachschauen, ob die irgendwie im. Es gibt ja dieses QIS, das ist Prüfungsportal. Ob die irgendwie da drin steht oder ob man da sonst irgendwie einen Nachweis hat. Sonst ist es vielleicht ein bisschen riskant, dass man denkt. Ob noch jemand Probleme mit dem Git-Server hat, weiß ich nicht. Also ich zumindest habe den gerade erreicht. Wir sehen jetzt auch hier. Aber Problem ist auch ein bisschen vage. Ich weiß jetzt nicht, um was es genau geht. Oh, wir haben noch mehr Fragen. Okay. Genau, also an den kleinen Übungen muss man nicht teilnehmen. Man muss eben die Hausaufgaben machen. Ja, also man kann quasi alles immer einfach in seinem Git abgeben und nie mit dem Hiwi sprechen, wenn man das nicht möchte. Aber die Blätter müssen bearbeitet werden, aber man muss nicht zu den kleinen Übungen erscheinen. Das ist halt mehr ein freiwilliges Angebot, wo man eben, wenn man sich halt mit dem neuen Blatt noch unsicher ist, nochmal Fragen stellen kann oder eben mit der alten Korrektur irgendwie der Meinung ist, man hätte das richtig und der Hiwi ist der Meinung, man hatte das falsch, dann kann man das eben nochmal besprechen. Aber das ist mehr so ein Zusatzangebot. Also ihr könnt es nutzen, aber müsst da nicht. Es werden eben nur jetzt diese Woche ist eben wichtig, dass alle da sind, damit man die Gruppen einteilen kann. Genau. Ui, ich komme gar nicht nach. Genau, also mit Gruppenwechseln ist eher schwierig. Das macht halt für uns wahnsinnig den organisatorischen Overhead. Das Problem ist dann eh immer, dass nach den ersten paar Wochen, sag ich mal, Leute dann nicht mehr an der Übung teilnehmen, weil sie eben, weiß nicht, die Hausaufgaben zu schwer sind, ihr Studium abgebrochen haben, ich weiß es nicht. Das heißt, die Gruppen sind dann eh immer so ungleichmäßig verteilt, wenn wir jetzt auch noch anfangen, quasi im Voraus schon Leute zu verschieben. Das ist einfach nicht so gut. Ihr habt euch für eine Gruppe eingetragen und das wäre gut, wenn ihr euch da einen Partner sucht. Genau.
Ja, zu Git werde ich gleich noch ein, vielleicht ein kleines bisschen mehr zeigen. Oh, anscheinend haben wir einen Link nicht aktualisiert. Das kann sein. Das ist wahrscheinlich dieser Link hier. Nee, der ist korrekt. Das ist Wintersemester. Gut, ich mach mal noch die. Ich habe irgendwie nur noch zwei Folien oder so. Ich mache mal noch die Folien durch. Sonst wird das vielleicht auch die Leute, die sich die Aufzeichnung anschauen, super verwirrend. Und dann arbeite ich nochmal den Chat ab, wenn da noch mehr Sachen kommen. Genau. Also es gab ein paar Anfragen wegen, was soll man denn machen, wenn man noch keine Y-Nummer hat. Ich hoffe eigentlich, dass sie sich das mittlerweile so langsam geklärt hat nach 2 Wochen, aber da können ja die Studierenden teilweise auch nichts dafür, wenn eben dann das irgendein anderes Amt der Uni zu langsam war. Generell, also mich jetzt da deswegen zu kontaktieren, bringt nicht viel, weil ich kann nichts machen. Am besten, wenn sie davon betroffen sind und jetzt da gerade zuschauen, bitte einfach abwarten, bis sie den Account tatsächlich haben und dann dieser Programmieren 1 Veranstaltung im Stodderpie beitreten und erst dann kann ich was unternehmen. Weil davor sind sie einfach nicht im System vorhanden. Also ich kann jetzt niemanden in die Gruppe eintragen, der noch keinen Account hat, weil es gibt quasi keinen Account, den ich in diese Gruppe eintragen kann. Genau, also wenn das der Fall ist, ja, da sind wohl leider ein paar davon betroffen. Und dann können sie auch nichts dafür, dass sie die Frist am 1.11. verpassen, weil wenn halt der Account noch nicht da ist, kann man nichts machen. Dann eben mir eine E-Mail mit quasi in welche Gruppe. Es gibt ein paar eben, die haben noch freie Plätze, sie davon noch möchten. Und dann brauche ich halt auch irgendeinen Nachweis, dass sie nicht selber schuld sind, sondern dass ja irgendwie die Information zu spät kam. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, aber ich bräuchte irgendwie einen Brief, zum Beispiel vom GITS mit der Zuweisung ihrer hier Y-Nummer, wo da ein Datum drauf ist oder irgendwas vom Immatrikulationsamt, wo drauf steht, sie haben sich irgendwie erst im November immatrikuliert, irgend sowas in der Art. Und wer mir schreibt, aber eigentlich schon eine Y-Nummer habt, dem kann ich auch nicht helfen. Also dann müssen sie sich selber eintragen. Ich habe kulanterweise noch 4 Gruppen geöffnet, das steht auch im Studalpine-Ankündigung. Die sind noch teilweise bis Mittwoch nachgeöffnet, da kann man sich jetzt noch selber eintragen, weil da noch viele Plätze frei sind. Aber danach ist Schluss. Also wer einen Account hat, muss das schon selber machen. Genau. Und dann wollte ich noch kurz das Studalpi-Forum ansprechen, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe das nie eigentlich erwähnt bisher in den anderen beiden Übungen. Aber das hat sich jetzt doch irgendwie zu seinem Selbstläufer entwickelt. Also da können Sie gerne Fragen stellen, da ist der große Vorteil. Da können auch andere Studierende ihre Frage beantworten, bevor ich die überhaupt sehe. Und umgekehrt, wenn ich sie beantworte, dann sehen es auch alle anderen. Das funktioniert natürlich wesentlich besser wie eine E-Mail. Dann hat man nicht das Problem, dass mir 5 Leute die gleiche Frage stellen und ich dann 5-mal antworten müsste. Deswegen dieses Forum, wer das noch nicht gesehen hat, kann da mal reinschauen. Da wurden schon ein paar andere Sachen angemerkt. Genau, teilweise eben, wenn es technische Probleme gibt, teilweise habe ich einen Fehler gemacht bei der Java-Sache, bei dem Test, ob man ne, das SDK richtig installiert hat. Da muss der Befehl eigentlich Java C heißen und nicht Java. Lauter so Kleinigkeiten kann man hier ganz gut besprechen. Genau, ja, das waren eigentlich schon die Folien, die ich vorbereitet hatte. Den Rest war dann der Plan, das alles hier einfach zu zeigen. So, schauen wir mal wieder in den Chat. Was haben wir denn noch hier Neues? Okay, also anscheinend ist irgendein Link falsch in dem Übungsblatt, das habe ich jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden. Ansonsten, wenn es kommt halt darauf an, wann Ihre kleine Übung ist, also wenn die jetzt erst am Freitag stattfindet, kann es gut sein, dass der Tutor sich halt noch nicht gemeldet hat, wie das, wo die stattfindet. Aber wenn die jetzt zum Beispiel morgen stattfindet und er hat sich noch nicht gemeldet, wäre das eher schlecht. Aber ich habe da auch keinen Überblick. Wer quasi schon eine Rundnachricht geschrieben hat, wo die kleine Übung stattfindet und wer nicht. Ah ja, dann war die Frage genau mit den Git-Repositories. Es gab schon ein bisschen Verwirrung. Also der Punkt ist, kann ich das jetzt zeigen? Ich denke schon. Nee, hier nicht. Genau, also hier. Als normaler Nutzer, ja, wie wir es alle sind und ich jetzt im Moment auch, hat man eben so ein Repository und da kann man jetzt niemanden zu einladen. Ja, also ich habe mich jetzt da selber eingetragen, aber hier muss quasi der Hiwi die andere Person noch hinzufügen. Und im Prinzip
überlegen Sie sich das, quasi welches der beiden Repositories Sie nutzen wollen und sagen das dann dem Hiwi, bitte trag mal meinen Gruppenkumpel, den wen auch immer, bei mir noch mit ein. Also es ist vollkommen egal, welches der beiden Repos und es gibt auch irgendwie keine, wie war die Frage, genau, welches der beiden der Tutor ausgewählt hat. Also im Prinzip müsst ihr das ihm sagen, welches Repo ihr haben wollt. Da haben wir irgendwie keinen festen Ablauf oder so. Also es gibt für euch dann wahrscheinlich auch keine Möglichkeit, das anzuzeigen, wer da noch mit in dem Repo drin ist. Aber wenn ihr beide pushen könnt, ja, also ich habe das ja irgendwie gezeigt mit dem Git Push und dann auf. Ja, genau, also beziehungsweise ihr seht es schon vorher, wenn ihr beide das gleiche Repository klonen könnt, dann also wenn ihr Leserechte habt, habt ihr auch beide Schreibrechte, so wollte ich sagen. Okay, dann, also wenn ihr da quasi keine Informationen bekommen habt oder das irgendwie jetzt nicht klar ist, was der gemacht hat, dann würde ich quasi probieren, dass ihr euch gegenseitig diesen Link hier schickt, ja, also dieses, den hier, wo auf SSH steht, ne? Also hier gibt es zwei Links, man quasi den SSH-Link nimmt und dann damit das Git-Clone ausführt. Also jeweils sozusagen mit dem Link vom Gruppenpartner, dann sollte eins von beiden funktionieren und das andere nicht. Ja, wenn beides funktioniert, dann seid ihr beide gegenseitig in euren Repositories, dann müsst ihr euch einfach nur selber entscheiden, welches ihr davon wollt. Man sieht, wer die Rechte im Repo hat. Also, das ist eine gute Frage. Also, wenn da mal Commits da sind, dann sieht man natürlich, wer da alles gepusht hat. Aber ansonsten ist es, glaube ich. Also ich weiß gerade nicht, wie man das hier sehen sollte, weil hier der Admin-Bereich fehlt. Aber wenn da jemand einen Vorschlag hat, dann kann er das in den Chat schreiben, wie man das auf die Schnelle rausfindet. Aber ich meine, sobald ihr mal hier eine Commit-History habt, dann seht ihr ja, wer da noch. Ja, unter Watch. Bei mir sind da ziemlich viele Watcher, aber das ist vielleicht auch ein besonderes Repository. Aber das stimmt, ja. Also ich bin eigentlich kein Student, ich habe mir nur so ein Repo gefaked. Aber das kann gut sein, dass man das oben sieht, wer da alles noch mit drin ist, genau. Also bei mir sind nicht die ganzen, deswegen sind es so viele. Okay, jetzt ist es wahrscheinlich überlastet, weil alle. Da müssen wir noch mal ein bisschen schauen mit der Performance. Mir ist das die letzten Tage auch aufgefallen. Kann jetzt sein, dass während dem Livestream, wenn da alle drauf zugreifen, dass das nicht so ganz drauf klarkommt, unser System. Genau, aber bei mir sind nämlich alle Hiwis die Watcher, aber bei euch ist es dann wahrscheinlich, sieht man das dann da oben an der Zahl. Genau. So, was hatten wir noch? Mit der Prüfungsleistung bin ich gerade im Gespräch. Da habe ich hoffentlich nächste Woche mehr Infos, spätestens in 2 Wochen, denke ich. Das sind wir gerade noch am Planungen machen. Also ich kann da noch nichts bekannt geben, bis es nicht offiziell ist. Sie können sich denken, Klausur wird schwierig, aber ich kann jetzt noch nichts offiziell sagen. Okay, also da war die Frage, wenn man jetzt quasi heute die kleine Übung verpasst hat, ja, also hatte da heute schon einen Slot und es hat irgendwas nicht funktioniert. An der Stelle würde ich mich auf jeden Fall bei dem Hiwi jetzt melden. Ich habe da neulich so eine Ankündigung gemacht. Wir können mal hier reinschauen. Das war, glaube ich, die hier, da steht. Da kann man rausfinden, welche von den Personen für einen zuständig ist. Ja, also wenn ihr zum Beispiel in Gruppe 4b seid, falls es die gibt, dann seid ihr bei Daniel Wolfram und wenn ihr dann irgendwie heute Probleme hattet, also ihr wollt trotzdem an den Übungen teilnehmen, aber es kam irgendwas dazwischen, technisch oder sowas, dann macht ihr das so, ihr geht hier auf Teilnehmer, heißt das. Ich habe mein Stud-IP auf Englisch eingestellt. Und dann sucht ihr hier in den Mitwirkenden, sucht ihr den Daniel, wo ist der denn? Genau, und dann seht ihr da seine E-Mail-Adresse. Aber das ist halt nur für den Notfall. Also ihr, ne, schreibt jetzt nicht alle eure Hiwis an, sondern macht nur das nur bei technischen Problemen. Genau, so ist da der Ablauf.
Ja, es gibt diverse Leute, die Probleme mit Git haben. Das ist halt super schwierig, weil die Probleme wahrscheinlich alle unterschiedlich sind. Ich kann versuchen, da nachher nochmal was zu zeigen. Aber es ist, sage ich mal, eine komplexe Software und wenn ihr dann irgendwelche Dinge falsch macht, weil ich das jetzt auch im Nachhinein nicht mehr rausfinden können, was da schief lief wahrscheinlich. Ja, da war noch eine Frage, wenn man jetzt erst im Nachhinein mit seiner Y, also es hat eine Weile gedauert, bis der Account da war. Ja, die Videos wurden bisher alle aufgezeichnet, das heißt, man hat quasi nichts verpasst und kann sich das jetzt noch anschauen. Die einzige Frist, die schon gelaufen ist, ist die mit den kleinen Übungen, wobei ich da ja gesagt habe, da gibt es noch ein paar Gruppen, die noch bis Mittwoch offen sind. Die Durchfallquote, das ist ein gutes Thema. Ich glaube, die liegt immer so bei 50% ungefähr. Naja, wir haben auch Anime-Fans im Chat, sehr gut. Okay, ich glaube, ich habe alle Fragen. Wenn ich irgendjemand übersehen habe, dann einfach die Frage nochmal copy-pasten in den Chat. Aber ich denke, wir sind jetzt mal durch. Okay, der nächste Plan ist, dass ich mal kurz das neue Übungsblatt zeigen werde. Also ich werde es jetzt nicht vorlesen, dafür ist uns die Zeit, glaube ich, zu schade. Das hat nämlich 7 Seiten. Aber hier stehen, ne, in Rot stehen immer wichtige Infos, sowas wie die Abgabefrist und wie viele Punkte es gibt. Und dass alles bitte in den Blatt 1-Ordner gespeichert werden soll. Außer die erste Aufgabe, wo es darum geht, die README zu bearbeiten, die ja nicht in dem Ordner ist. Es gibt eben auch keine also wenn man ein Programm abgibt, das nicht funktioniert, dann, also gar nicht kompiliert, dann gibt es auch keine Teilpunkte. Wenn es kompiliert, können wir über Teilpunkte reden. Genau. Die sind 4 Aufgaben. Die ersten beiden geben weniger Punkte, meines Wissens. Also bei der ersten Aufgabe, die ist im Prinzip, ich sage mal, trivial, da geht es nur darum, einen Gruppenpartner zu finden. Das haben ja eigentlich viele, glaube ich, eh schon geschafft. Hier steht jetzt relativ viel und irgendwann steht dann wieder hier so ein Punkt. Ja, ich mache es mal noch größer. Genau, also es ist, auch wenn diese ganzen Punkte hier, also wenn diese ganzen Bullet Points hier keinen Punkt geben, kann man normalerweise das Letzte dann nicht bearbeiten, wenn man nicht das davor alles schon gemacht hat, ja. Nur mal so als Tipp. Also bitte alles machen, was da steht, nicht nur die Sachen, wo hier ein Punkt steht. Und bei der Aufgabe geht es eigentlich nur darum, dass eben beide die ihre Infos eintragen, ne? Also in die README, dass man hier mal kurz seinen Namen ändert und sich eben mit Git beschäftigt, wie man das denn macht, also wie man das danach denn committet. Und hier ist eben auch ganz gut, hier kann man direkt, wie soll ich sagen, überprüfen, ob das geklappt hat, weil, ne, wenn es jetzt lokal bei Ihnen die Datei bearbeitet ist, aber hier auf dem Server quasi hier noch was anderes angezeigt wird, dann hat es wohl mit dem Commit oder mit dem Push nicht geklappt. Das heißt, hier kann man das direkt überprüfen, wenn man mal kurz die Webseite lädt. Wo waren wir? Da waren wir. Genau, also das. Ja, dann geht es nochmal darum, das mit dem Merge zu üben. Also, das hatte ich ja in dem Video letztes Mal gezeigt, dass wenn da 2 Leute parallel an was arbeiten, dass es dann zu einem Merge-Konflikt führen kann. Beziehungsweise es muss kein Konflikt sein, also der Konflikt kann auch manchmal automatisch gelöst werden, wenn eben die Bearbeitungen in verschiedenen Zeilen waren. Wenn es in der gleichen Zeile war, dann muss man das manuell beheben. Mal schauen, dann gibt es eben einen Punkt dafür, dass man, ne, so ein Merge hat in seiner History. Ob der jetzt automatisch gelöst wurde oder nicht, ist egal. Und danach ist hier noch so eine letzte Aufgabe, da geht es darum, man soll doch so einen Graphen machen. Und da wollte ich mal noch dazu sagen, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, diese F, weil ich weiß auch nicht, woher dieser Screenshot hier kommt. Das ist auf jeden Fall nichts, was mit Programmieren zu tun hat. Und ich weiß auch nicht, mit welchem Tool. Es geht jetzt nicht darum, dass das Bild jetzt genauso aussieht wie in diesem Beispiel hier, sondern es geht nur darum, dass man sich irgendwie diesen Graph visualisiert. Also man kann, ich will jetzt nicht die komplette Aufgabe schon für Sie lösen, aber es gibt da so diverse Git-Befehle, mit denen kann man das quasi auf der Konsole sich auch sowas Ähnliches ausgeben lassen. Und damit sieht es dann zwar nicht so hübsch aus wie in diesem Bild, aber das reicht uns auch vollkommen. Genau, das war so die erste Aufgabe. Schon mal wieder nebenher in den Chat, was da alles passiert ist.
Genau, also bei unserem Gitti ist es so, dass man sich da in der Tat einloggen muss. Wir können das mal ausprobieren. Dann gibt es hier oben den Sign-In-Button und die Idee ist, dass Sie da Ihre Y-Nummer eintragen und Ihr Passwort. Und wenn das nicht funktioniert, dann liegt es zu 99% daran, dass Sie irgendwie in den letzten 2, 3 Tagen aus dem Stud-IP-Kurs hier eingetragen haben. Dann kann es sein, dass es noch nicht, dass der Account halt noch nicht von unserer Seite aktiviert wurde. Aber wenn Sie jetzt schon seit einer Woche in dem Stud-IP-Kurs sind und der Login trotzdem nicht funktioniert, dann ist irgendwas faul. Geht Graken, ja, also das ist das gleiche. Hier gilt quasi auch, was ich schon bei IDEs gesagt habe. Also ich habe ja auch schon gesagt, man kann natürlich IntelliJ verwenden, aber man sollte das vielleicht nicht unbedingt. Wenn Sie jetzt schon irgendwie coole Git-Tools kennen, wie zum Beispiel Gitkraken, dann können Sie die verwenden oder Sie können es mal ausprobieren. Ist uns eigentlich relativ egal. Hauptsache am Schluss ist halt die Lösung bei uns auf dem Server. Gerade für Git spielt das eigentlich wirklich keine Rolle. Für die Java-Übungen ist halt besser eigentlich, wenn man das im Editor macht. Falls wir eine handschriftliche Klausur schreiben würden, ist es von Vorteil, wenn man eben ohne eine IDE zurechtkommt, aber das ist ja dieses Semester eh alles ein bisschen spezieller. ja, hallo Tom Foos, danke für den Hinweis mit Raccoon. Das war ein Insider. Müssen beide den Merge ausführen? Nee, es reicht, wenn quasi ein Merge in der Git History ist. Ja, man kann natürlich auch, ja, man kann auch hier den Commit branchen. Ja, genau. Ach, das hat sogar unser Hiwi gemacht. Tatsache, also man kann hier auch auf der Webseite, jetzt habe ich schon die Lösung gezeigt, haha, kann man sich hier auch anschauen, so einen hübschen grafischen Dings. Die Alternative wäre gewesen, hier irgendwie git log minus minus graph. Genau, irgendwie sowas. Ja, haben wir schon die erste Aufgabe zusammen. Nee, für alle, die sich fragen, ob ich die Y1337 habe, das wäre sehr cool, ja, aber das ist nicht der Fall. Der Account ist ein spezieller Account, den ich manuell erstellt habe. Ich habe ja nicht meine Y-Nummer, ich bin eher Mitarbeiter. Kann. Genau, es waren einige Editoren empfohlen. Ich hatte auch eine Folie, auf der ich Editoren empfehle und ich bin der Meinung, da war Sublime drauf. Also kann ich empfehlen. Das ist eine gute Frage, wer die 1337 als Telefonnummer hat. Da müsste man eigentlich mal anrufen. Aber macht das jetzt bitte nicht alle. Wobei ist wahrscheinlich eh keiner da wegen Homeoffice. Naja. Gut, ich glaube, wir sind wieder mit den Fragen durch. Dann mache ich mal wieder weiter mit dem Übungsblatt. Die Idee ist aber nicht, dass ich jetzt alle Lösungen zeige, so wie gerade bei dem Git Graph, aber wir sind mal für den Anfang ein bisschen großzügig. Ob man das alles mit der PowerShell machen kann, weiß ich nicht, weil ich die nicht verwende, aber wahrscheinlich schon. Ich habe ja dieses CMD für Windows empfohlen. Das fände ich besser, aber kann gut sein, dass es auch mit der PowerShell geht. Gut, die nächste Aufgabe ist so ein Hello World. Da kann man hier einfach den Text kopieren, der hier etwas unpraktisch über die Seiten geschnitten ist. Und da geht es einfach nur darum, das einmal auszuführen und mal zu ändern und wieder auszuführen. Das ist easy. Dann gibt es hier noch einen zweiten Teilpunkt. Da geht es um die Gitignore. Das ist so eine Sache, die habe ich letztes Mal nicht gezeigt. Da war die Git-Einführung tatsächlich ein bisschen zu kurz in dem Video, das ich letzte Woche hochgeladen habe. Also ist an der Stelle wollte ich mal ein paar Sachen erklären. Zum einen, es gibt unter Unix gibt es unsichtbare Dateien.
Also ls war ja der Befehl, um sich so Dateien anzuzeigen. Das Problem ist jetzt hier, die gitignore fehlt da jeweils. Wenn man jetzt aber hier, also dieses L war gerade, um die, ne, um die so schön aufgelöscht zu bekommen, aber selbst da fehlen die. Was man da noch machen muss, ist ls mit den Parametern minus a aufrufen. Und dann sieht man auch die ganzen versteckten Dateien. Also da sieht man den Git-Ordner, da sollte man auf keinen Fall irgendwas dran rumfuschen. Der wird nämlich von Git verwaltet. Und es gibt hier auch die Gitignore. Und da hatte ich schon eine automatisch angelegt in jedem Repository. Und da steht schon ganz viel Zeug drin. Und alles, was hier drin steht, wird eben ignoriert von Git im Prinzip. Also wir können da jetzt mal irgendwie an den Schluss, also ist eigentlich vollkommen egal wo, kann ich zum Beispiel hallo.txt hinzufügen. Und wenn ich jetzt so eine, oder wir schreiben da auch noch was rein. Hallo. Genau. Ja, jetzt, wenn ich jetzt Git frage nach dem aktuellen Status, dann sagt er mir, okay, ich habe die Gitignore verändert. Das würde ich jetzt mal hinzufügen, meinem aktuellen, soll ich sagen, meinem nächsten Commit. Aber unabhängig davon, wir sehen hier nichts von dieser Hallo-Datei. Denn wir haben gerade in der Gitignore gesagt, die wird ignoriert. Und in dem Übungsblatt geht es eben darum, man möchte ja nicht. Wenn so ein Java-Programm kompiliert wird, dann kommt da eben am Schluss halt das fertig kompilierte Programm hoch und das möchte man eben nicht in seinem Repository haben, man möchte nur den Quellcode dort haben. Und deswegen steht das schon in der Gitignore-Datei und hier geht es eben darum, mal kurz da reinzuschauen in diese Gitignore und dann zu sagen, wo genau, also was ist die Zeile, mit der diese kompilierten Java-Dateien ignoriert werden. Gut. Da war eben die Frage, was für ein Programm soll man nutzen, um Java auszuführen. Das hatte ich bisher auch noch nicht gezeigt. Also es gibt, ich hatte letzte Woche im Video gezeigt, sowas hier. Das Problem ist, was hier eigentlich angezeigt wird, ist das Runtime Environment. Ich habe aber den Link auf den Folien gehabt, wie man das Java SDK installiert. Und wenn man hier mal Java C macht, statt Java, und damit sich mal kurz das ausgeben lässt, dann sieht man jetzt hier, dass ich quasi nicht nur die Java Runtime installiert habe, sondern auch das Java SDK, mit dem man Java Sachen kompilieren kann. Und ich habe jetzt hier schon praktischerweise so eine. Nein, das war sie nicht. Wie hatte ich die denn genannt? Hello World. Java angelegt. Genau, also ich hatte, im Prinzip habe ich ne, das Hello World kopiert, hier in eine Datei namens HelloWorld.java. Da ist wichtig, dass die, na, dass der Name dieser Klasse, dass der genauso ist wie der Name der Datei. Das können wir nachher mal ausprobieren. Und jetzt ging bei eben die Frage, wie führt man Java-Programme aus? Naja, man muss die zuerst kompilieren, das habe ich eigentlich schon gemacht. Wir machen das mal nochmal. Mit Java C kompiliere ich die und danach kann ich die mit Java Hello World ausführen. Und dann gibt er das aus. Also das sind immer die beiden Sachen. Das eine, der erste Schritt ist kompilieren. Im Prinzip halt den Computer sagen, übersetzt es diese Textdatei mal in eine ausführbare Datei und danach die auszuführen. Das sieht jetzt auch hier so ein bisschen Unterschied. Bei dem einen gebe ich noch die Dateiendung mit an, bei dem anderen brauche ich das schon nicht mehr. Beliebte Fehler sind zum Beispiel, dass ich jetzt hier was ändere. Fubar. Und jetzt würde man ja ne, davon ausgehen, das Ding, wenn ich das jetzt ausführe, soll das eigentlich Fubar ausgeben. Wenn ich jetzt aber den Fehler mache und vergesse, das neu zu kompilieren, dann startet der Befehl, den ich jetzt gerade ausgeführt habe, immer noch die alte kompilierte Version. Also was man zum Beispiel machen kann, ist sowas. Dann wird es eben jedes Mal neu kompiliert. Also ich habe jetzt die beiden Befehle einfach in eine Zeile geschrieben. Das ist natürlich ein bisschen Ressourcenverschwendung, wenn ich das Programm gar nicht geändert habe und das jedes Mal so starte, aber im Prinzip läuft das jetzt auch nicht langsamer bei mir. Dann kann man das eben nicht vergessen, dass, oder man kann sich irgendwie mit Makefiles und so weiter beschäftigen, aber wir bleiben jetzt mal ein bisschen simpel für Proc 1. Genau, also, ja, oder die Frage war vielleicht noch allgemeiner.
Ja, man nutzt eben diese Command Line, um dort die Programme auch zu starten dann. Also wir haben ja keine grafische Oberfläche, also das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben in Programmieren 1 keinen, sag ich mal, keine Zeit, oder es wäre viel zu schwierig am Anfang schon eine GUI zu implementieren. Das heißt, wir machen nur so Konsolenprogramme, die wir hier eben in unserer Shell starten. Gut, mal wieder zurück zum Übungsblatt. Genau, jetzt kommen noch zwei weitere Aufgaben, die auch ein bisschen mehr Punkte geben. Also das eine ist, man soll sich hier so einen Taschenrechner bauen. Da gibt es diverse, sag ich mal, Teilaufgaben dann. Es geht eben darum, der soll zuerst mal Plus und Minus rechnen können. Dann soll man entscheiden, was von den beiden dann ausgeführt wird, eben Plus oder Minus. Und hier sind dann auch diverse Hinweise eben, wie man das machen soll, damit das, ja, damit man da eben auch Eingaben machen kann, beziehungsweise damit man das Programm eben mit Parametern startet. Ist ja auch ein bisschen erklärt, wie das funktioniert mit diesen Args. Wir haben so ein bisschen das Problem am Anfang, dass dieses Übungsblatt jetzt schon ein paar Sachen verlangt, die noch gar nicht in der Vorlesung gemacht würden. Das ist einfach ein bisschen problematisch vom Ablauf her, weil jetzt die große Übung montags ist und die Vorlesung donnerstags. Aber ich hoffe, dass dann am Donnerstag die quasi der bisschen der entsprechende theoretische Hintergrund noch dazu kommt, den man hier für dieses Übungsblatt braucht. Das ist halt am Anfang ein bisschen schwierig für uns. Wir wollen ja irgendwie schon loslegen mit dem Übungsbetrieb, aber auf der anderen Seite eben haben wir noch nicht viel gemacht. Deswegen kann es manchmal sein, dass hier Dinge ein bisschen vorweggenommen werden, dass wir eben in der Übung schon Dinge brauchen, die noch gar nicht in der Vorlesung erklärt wurden. Teilweise hilft dann da mal selber ein bisschen googeln, sag ich mal, oder mal noch abwarten, bis dann am Donnerstag wieder ein paar Videos hochgeladen werden. Und es sind ja auch noch 2 Wochen Zeit, das heißt, wenn dann nächste Woche kommt ja auch noch mal ein bisschen Inhalt dazu. Danach versuchen wir das ein bisschen besser zu machen, aber es ist im Anfang im Moment noch schwierig, jetzt mit schon was zu programmieren, mit dem aktuellen Kenntnisstand aus der Vorlesung. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir von Anfang an programmieren, weil wir haben halt nicht so viele Wochen Zeit, wie das Semester lang ist. Also, Sie haben ja mal 2 Wochen Zeit zum Arbeiten, brauchen wir nochmal eine Woche zu korrigieren. Ich meine, deswegen fangen die Übungen halt jetzt schon an, damit wir 5 Übungsblätter schaffen, sonst würden wir nur 3 oder 4 schaffen, wenn wir da am Anfang noch länger warten. Genau, also zum Beispiel Switch Case ist bisher meines Wissens noch kein bekannter Begriff, aber das kommt alles noch. Bei der letzten Aufgabe ist dann wieder mehr so Git-Geschichten. Und hier geht es eben darum, auf verschiedenen Branches zu arbeiten, und ja, so ein Programm zu machen, das quasi 2 verschiedene Features hat und jeder Gruppenpartner baut quasi eins der beiden Features und am Schluss wird es dann zusammengeführt. Also hier ist eben erklärt, man braucht eben einen Branch. Da geht es um so Zufallszahlen und bei dem einen Branch ist es so, dass der Computer die Zufallszahlen errät oder versucht zu erraten. Bei dem anderen ist es quasi umgekehrt, der Computer erstellt eine Zufallszahl und Sie sollen die erraten. Genau, aber ich will es jetzt nicht alles hier im Detail durchsprechen, weil das einfach ein bisschen zu viel Text ist. Zur Bewertung, Code Style wird, steht zumindest hier nicht, dass er nicht bewertet wird. Hier geht es erstmal nur darum, die Sachen überhaupt zu schaffen. Wie gut die Variablen benannt sind und so spielt hier bei dem ersten Übungsblatt keine Rolle. Gut, das war's so zum ersten Übungsblatt. Ich werde auch die zukünftigen Blätter halt immer so ein bisschen zeigen, aber ich werde eben die nicht alle komplett vorlesen. Gibt's noch Fragen zu dem ersten Blatt? Genau, da war die Frage, machen wir mal hier was anders. Okay, die Frage war, ob man Feedback bekommt. Also unser Plan ist, dass das Ganze so aussieht, dass nach der Korrektur, dass dann eben im Git wieder vom jeweiligen Hiwi eine Datei liegt, idealerweise eine README, also so wie hier, nur in dem Ordner, wo dann kurz
steht auf jeden Fall halt, wie viele Punkte erreicht wurden und vielleicht ein kürzer Hinweis. Es wird natürlich sehr unterschiedlich, je nach Hiwi sein, sage ich mal, was der, wie genau, wie detailliert das ist, kann ich jetzt nicht versprechen, dass da super viele Infos stehen, aber da steht zumindest nur grob, quasi was bestanden wurde und was nicht und wie viele Punkte es gab. Und dann kann man eben, wenn man der Meinung ist, oder wenn man anderer Meinung ist als der Hiwi, kann man dann eben, dafür ist die kleine Übung da, dass man darüber reden kann. Also unter Nicht-Corona-Bedingungen wäre das quasi so, dass tatsächlich das durchgesprochen wird mit jeder Gruppe. Also normalerweise wären sie dann in so einen Rechnerpool gekommen, hätten dann dort die Lösung vorgestellt, also quasi erklärt, ne, warum sie sich so und so entschieden haben und ja, das dann quasi demonstriert, ihr Programm und dabei was erklärt irgendwie, wie das funktioniert. Das können wir jetzt halt nicht machen. Das ist alles schon ein bisschen komplizierter dieses Semester so leider. Aber deswegen gibt's, ist es quasi eher so eine Abgabe, dann Feedback im Git wiederum von uns gepusht und dann danach gibt es dann zumindest jede zweite Woche eine kleine Übung, wo man nochmal drüber reden kann. So, da ist mal wieder eine Git-Fehlermeldung. Ja, das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, das Problem ist, dass ihnen Git versucht zu sagen, wenn es da kein Upstream, also ne, sie haben bei sich lokal einen Branch erstellt und der auf dem Server gibt es aber diesen Branch noch nicht, dass man da quasi, normalerweise sollte bei der Fehlermeldung auch ein Befehl dabei sein, was man ausführen muss, damit der Server diesen, also ich meine, wir können das ja mal ausprobieren. Also ich muss sagen, Branches habe ich in der letzten Übung ja eh nicht gezeigt. Wir können das hier mal alles wegmachen. Mal nochmal schauen, was ich da vorne eigentlich alles gemacht habe. Genau, also ich füge jetzt mal das einfach mal alles hinzu, mache da mal nochmal einen Commit. Genau. Bisher habe ich hier, wenn ich hier mal git branch minus a mache, sieht man, ich habe quasi hier lokal meinen Master Branch. Das ist eben wichtig, dass quasi die Abgabe von der Übung, dass die immer auf dem Master Branch erfolgt, weil das ist halt der, den wir korrigieren werden. Also wenn sie irgendwie, sie können gerne irgendwie andere Branches anlegen und so, aber wir schauen halt am Schluss nur, was auf dem Master ist. In dem Fall eben, was auf dem Master auf dem Server ist, ja. Also man sieht hier quasi in grün sehe ich meine eigenen lokalen Branches und hier in rot sehe ich mit diesem Origin, was auf dem Server liegt. Ja, und das kann ja eben was Verschiedenes sein. Das hatten wir ja schon, das hatte ich versucht eben schon in einem Video zu zeigen. Ich habe jetzt hier zwar bei mir lokal dieses Hello World hinzugefügt. Man sieht das hier eben auch, das ist mein Master, aber auf dem Server, ich habe das ja noch nicht gepusht, das heißt, da liegt es noch gar nicht. Also wenn wir jetzt hier, würden wir das quasi vergeblich suchen. Das heißt, es können durchaus unterschiedliche Dinge sein, die da lokal passieren und die auf dem Server passieren. Und ja, hier gibt es schon einen Haufen Feedback, wie das. Genau, also ich versuch mal, wie war das? Ich glaube so. Und dann machen wir mal einen neuen. Na, das war's nicht. Ich glaube, es war Check. Genau, also es gibt, man kann entweder den Branch manuell anlegen oder man kann mit Checkout genau so rum. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist nicht nur einen neuen Branch angelegt, sondern ich habe den auch direkt mit Checkout mir quasi ausgecheckt. Also mein Terminal zeigt mir das zum Beispiel hier hübsch an, dass ich jetzt auf dem Test-Branch bin. Man kann eben auch wieder mit Branch, ich glaube, minus A, sehe ich jetzt, ich bin jetzt quasi auf Test statt auf Master. Ja. Und so habe ich jetzt einen neuen Branch erstellt und habe den jetzt auch quasi lokal wieder ausgecheckt. Jetzt machen wir mal hier irgendwie eine Änderung in diesem. Naja, hier steht der Fubar Test Branch. So, wir hatten da vorhin den Befehl. Genau. Also, na, wir sind jetzt im Test Branch, haben da irgendwas geändert. Wir committen das jetzt wieder. Genau, und jetzt wollen wir das pushen und dann wird der uns sagen, das ist wahrscheinlich die Fehlermeldung, die wir vorhin im Chat hatten. Mal hochscrollen, das könnte sie sein, oder? Genau. Also Git sagt jetzt, okay, fataler Fehler, weil wir haben hier einen Branch namens Test, den kennt der Server gar nicht.
Aber hier ist auch schon gleichzeitig die Lösung dabei, wenn man dann echt noch einen Satz weiterliest. Dann steht da eben, wenn man diesen Branch jetzt auf den Server pushen will, soll man auch diesen Befehl ausführen. Jetzt ist es so, dass nicht immer die Lösung ist, hier einfach das zu kopieren, was da steht, aber relativ häufig. Und was ich jetzt quasi sage, Origin ist unser IIS-Server. Wir wollen dort quasi unseren Branch auch haben. Ja. Und dann, genau, sagt er mir, ja, hat er gemacht, er hat jetzt einen neuen Branch erstellt und im Prinzip bei mir Test lokal ist jetzt auch Test auf dem Server, will er mir hier quasi am Schluss sagen. Also das heißt, wenn wir jetzt hier schauen, wenn wir das mal neu laden, haben wir jetzt zwei Branches, und der eben der Master und der Test. Wie gesagt, bei den Hausaufgaben bitte am Schluss immer schauen, dass wieder alles im Master landet. Da kann irgendwie Branches machen, um Dinge auszuprobieren. Also die Idee ist eigentlich, das mit den Branches ist jetzt bei den Hausaufgaben nicht so super hilfreich, sag ich mal. Also wir zeigen das einmal im ersten Übungsblatt, aber es ist eher, wenn man mit vielen Entwicklern in einem großen Team arbeitet und wenn da quasi mehr als irgendwie zwei Leute dran arbeiten, ist es halt deutlich relevanter. Das ist eben die Idee, man hat quasi einen Stand, auf dem alle arbeiten können und davon gibt es quasi abzweigend, kann man dann Features bauen, ohne dass man die anderen behindert und kann dann auch sich am Schluss, man kann es dann zum Beispiel auch einfach löschen, ja, wenn man da sich denkt, nee, das war keine gute Idee, die Änderung, die ich da gemacht habe. Genau. Wenn ich jetzt bin ich aber immer auf meinem Testbranch, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Git Checkout Master mache, dann sind wir wieder auf einem völlig anderen Stand. Also wenn ich hier ins Log schaue, da ist nichts von, was ich da gerade gemacht habe. Also ich kann mir jetzt auch nochmal die Datei anschauen. Wir sind jetzt wieder bei Fubar wie vorhin. Ja? Also ich kann jetzt einfach zwischen den beiden Sachen hin und her switchen. Und wenn ich es jetzt wieder ausgebe, bin ich wieder bei Test. Also das seht ihr schon, da ist so der Vorteil. Ich habe quasi das gespeichert, was ich da habe, aber ich kann jederzeit zwischen den beiden Sachen wieder wechseln. Also wenn man einfach nur mal was ausprobieren will, dann kann man quasi einen Branch anlegen. Und wenn sich das danach irgendwie als Quatsch entpuppt hat, dann kann man den einfach löschen oder ignorieren oder so. Kann wieder zurück zum Master gehen. Man kann natürlich auch seine Commits quasi zurückrollen und so. Das geht auch alles. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem bei Git. Es gibt irgendwie 20 Möglichkeiten, um ungefähr die gleiche Sache zu erreichen. Also ihr könnt natürlich auch einen Commit machen und den im Nachhinein wieder löschen, aber dann macht ihr euch halt mehr Ärger und vor allem euren Gruppenpartner mehr Ärger, wenn der dann nämlich irgendwelche unrelated histories hat. Heißt dann das. Wenn ihr dann Commit löscht und das dann wieder pusht und er dann aber seitdem auch schon gearbeitet hat und so, deswegen ist es halt besser, wenn man so einen Branch macht. So, jetzt schaue ich mal wieder im Chat, da war nicht super viel. Genau, also die Frage zu den kleinen Übungen. Da steht ja hier, wenn man hier auf Gruppen geht. Da steht ja, okay, da steht eben genau, da steht der Startzeitpunkt, aber die sind eben für 1,5 Stunden maximal geblockt, ja. Also es ist eben, das geht dann bis 11:15 Uhr oder eben nicht so lange, wenn es halt irgendwie keine Fragen gibt, dann kann es auch sein, dass die Übung schon früher endet. Also wer noch später dazu kommt, kann sein, dass dann schon wieder alle wechseln oder so. Ja, aber es ist eigentlich 1,5 Stunden theoretisch, die da zur Verfügung stehen. Bei acht, maximal acht Zweiergruppen sind da hoffentlich, ist da hoffentlich genug Zeit, dass jede Gruppe Fragen stellen kann. Okay, dann war noch. Ja, wenn es kein Origin gibt, das ist seltsam, dann würde am Anfang was vielleicht beim Klonen oder so kaputt gemacht. Man kann das irgendwie im Nachhinein nochmal versuchen zu fixen. Wenn man. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das zeigen will, weil dann machen wahrscheinlich nur mehr ihr Repo damit kaputt. Aber man kann git remote minus sources, glaube ich. Genau, man kann sich hier nochmal anzeigen lassen, was ist eigentlich dieser Origin. Und man kann ihn jetzt theoretisch, wenn da hier irgendwas Falsches steht, warum auch immer, oder wenn da gar nichts steht oder so, kann man den remote remove, wollte ich schreiben. Kann man zum Beispiel den Origin nochmal löschen. Dann gibt es jetzt kein Origin mehr. Wenn ich dann irgendwie pushen machen will, dann sagt er mir, ja, er weiß nicht wohin, weil es gibt ja, also er kennt jetzt den Server nicht mehr, wo ich das hinschieben will. Und dann muss ich wieder git remote add origin und dieses hier, was ich da gerade kopiert hatte. Also ich würde euch empfehlen, immer den SSH-Link zu nehmen, habe ich vorhin schon gesagt. Der fängt mit GOX an und nicht mit HTTPS. Genau. Wenn ich das da wieder hinzumache, dann passt eigentlich wieder alles. Dann kann ich mir anzeigen lassen. Genau, dann beschwert er sich noch.
Das kann vielleicht auch sein, dass den Fehler schon einige hatten. Achso, das hatten wir ja vorhin schon bei dem Branch, genau. Also, jetzt hat er halt quasi wieder vergessen, dass ich das auch auf den Server pushen will. Also, wie man sieht, ist da relativ hilfreich. Man sagt einem eigentlich fast immer den richtigen Befehl, den man ausführen muss, damit das Ganze wieder funktioniert. Genau. Okay. Genau, wenn ihr irgendwie eine Fehlermeldung bekommt mit Permission denied, dann stimmt was mit dem SSH-Key nicht. Also, das hatte ich ja bei der letzten Übung gezeigt. Da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, der SSH-Ordner ist auch unsichtbar. Also, der ist in eurem Home-Directory, aber den seht ihr eben nicht. Dann müsst ihr halt auch wieder so machen. Da ist hier noch ein Haufen mehr Zeug. Oh weh, was ist denn da alles? Aber da ist auch ein SSH-Ordner, dann kann man quasi mit cd.ssh. Kann man hier nochmal da reinschauen und sich überprüfen. So, jetzt bloß nicht die falsche Datei öffnen. Dass man hier sein Public Key hat. Ja. Genau, und den eben rauskopieren, das habe ich ja gezeigt, den muss man dann einfügen im Gitti. Und das war irgendwie hier unter Settings und so weiter. Nee, nicht Security Account, keine Ahnung, hier. Genau, da fügt man dann den Key hinzu und wenn es dann so aussieht hier mit so einem grünen Schlüssel und es geklappt hat, dann steht dem eigentlich nichts im Wege. Was manchmal noch vielleicht ein bisschen ein Problem sein kann, wenn man hier in diesem SSH-Ordner mal nochmal das, habe ich ja schon gemacht, hier sollte man sich überprüfen, dass die Berechtigungen stimmen. Also hier, wer sich damit nicht auskennt, hier zeigt einem Unix an, wer da lesen und schreiben kann. Und das mit dem SSH-Key funktioniert nicht, wenn der für alle lesbar ist auf dem System. Das heißt, wenn hier irgendwas kaputt ist, muss man hier irgendwie chmod irgendwie sowas machen. Und dann passen die Berechtigungen. Also es kann sein, dass ihr irgendwie so einen Quatsch da habt und dass das Ganze so aussieht. Und dann funktionieren die ganzen Git-Befehle nicht mehr. Da ist die Lösung dieser Befehl. Ja, ich weiß, es ist nicht super. Super nachvollziehbar, wenn man sich damit nicht auskennt. Das ist leider ein bisschen so. Das werde ich jetzt noch nicht im Detail erklären, was die ganzen Berechtigungssachen sollen. Da wäre einfach nur wichtig, dass es richtig eingestellt ist und dass es bei Ihnen funktioniert. Genau. Okay. Ich glaube, da sind aktuell keine Fragen mehr offen. Was wollte ich noch zeigen? Also es gab zum Beispiel auch eine Frage, jemand hat sein Git Repository geklont, ne? Und konnte da aber nicht rein. Und das war ungefähr so, was die Person gemacht hat. Und dann hat es nicht funktioniert. Und dann hat die Person sich gewundert und hat, ne, wo waren wir denn vorhin? Hat das irgendwie versucht nochmal zu klonen. Ja, so Git Clone. Und dann. Ja, das verstehe ich, dass es ein bisschen verwirrend sein könnte, weil hier steht, der Ordner gibt es schon, aber ich konnte jetzt da irgendwie nicht rein. Die Lösung ist CD ohne diesen Slash. Oder mit dem Slash am Ende, so wie es jetzt hier gerade gemacht wurde. Das Problem ist nämlich, dass der Slash hat so eine spezielle Bedeutung unter Unix, dass es eben das ist quasi das Root-Verzeichnis und es ist eben ein Unterschied, ob ich diesen Slash da hinschreibe oder nicht. Wenn ich dann den Slash am Anfang haben will, dann wäre irgendwie der korrekte Pfad was völlig anderes. Hier unter Mac ist es dann irgendwie Users, yes, Y. Also da muss man den kompletten Pfad angeben. Ja. Und dann funktioniert das auch. Wenn ich den Slash weglasse, dann kann ich auch relative Pfade verwenden. Genau. Also das sind so ein paar Sachen, die, ja, ich weiß, ich habe die nicht erklärt. Das meinte ich auch so ein bisschen, warum ich gerne die große Übungen live haben möchte, denn ich denke gar nicht darüber nach, dass damit andere vielleicht Probleme haben könnten. Für mich ist es einfach irgendwie, ich mache das halt mehr oder weniger automatisch richtig, weil ich das irgendwie schon seit 10 Jahren so mache. Aber ja, also wer da Probleme hat, der Slash hat eine spezielle Bedeutung. Und das geht eben nur, wenn man den weglässt, weil dann ist es ein relativer Pfad. Da war eine Frage, ob wir irgendwie Zugang kriegen. Aber die Frage ist zu was? Was ist denn VS?
Genau, was soll ich denn noch zeigen? Ja, genau. Mal sehen. Also wir haben jetzt hier verschiedene Branches, die verschiedene Dinge machen. Das ist aber eigentlich okay. Und jetzt habe ich vorhin ein bisschen den Faden verloren. Mal schauen. Also wir führen jetzt mal nochmal unser Java-Programm aus. Genau, das gibt jetzt aus, ne, diese Test-Branch-Nachricht. Jetzt kann ich quasi wieder Git Checkout Master machen. Und wie ich schon vorhin gezeigt habe, wenn man dann vergisst, neu zu kompilieren, dann wird eben wieder die alte Nachricht ausgegeben. Also das gilt quasi für Branches genauso, wie es halt für normale Entwicklung auch gilt. Zu der Frage, es gibt irgendwie keinen Zugriff auf irgendwelche Server von uns. Also es gibt nur das Webinterface und eben die, ne, Command Line, mit der sie irgendwie Git Push Pull, aber sie können nicht SSH und dann unser Server machen. Das, also wie auch immer der dann heißt, das gibt es nicht. Genau, so. Was eben ein typischer Fehler ist, ups, dass man hier irgendwelche Dinge falsch macht. Also wenn jetzt zum Beispiel das Ding hier Hello World heißt, aus Versehen, und ich dann aber Hello World kompilieren will, dann kommt hier eben diese Fehlermeldung. Und genau, da steht hier schon so ein bisschen, ja, ist wahrscheinlich nicht so ganz klar, was die Fehlermeldung einem sagen will. Aber im Prinzip will die einem sagen, die Klasse muss genauso heißen wie die Datei, sonst funktioniert es nicht. Das kann auch ein bisschen subtiler sein. Also die Groß-Kleinschreibung spielt hier auch eine Rolle. Ansonsten, wenn man halt irgendwas falsch macht, wenn man jetzt hier zum Beispiel das Semikolon vergisst, man kriegt immer eine Fehlermeldung. Die Frage ist eben, wie hilfreich die ist. Also hier ist es jetzt so, da steht tatsächlich, Java erwartet ein Semikolon am Ende der Zeile. Bei dieser Fehlermeldung war es wahrscheinlich nicht so klar, wo das Problem ist. Aber generell sollte man halt wissen, dass es verschiedene Arten von Fehlern gibt, und das sind jetzt eben so Fehler, die treten eben schon beim Kompilieren aus. Wir werden dann auch später Fehler haben, wie soll ich sagen, also wir haben Fehler beim Java C-Befehl, ne, beim Kompilieren, und es wird aber auch später Fehler geben zur Laufzeit. Das heißt, das Programm kompiliert zwar richtig, aber es stürzt dann trotzdem ab. Da kann ich jetzt aber, glaube ich, noch kein gutes Beispiel machen, weil der Compiler wahrscheinlich zu schlau ist. Genau, aber da können wir uns dann mal in vielleicht ein, zwei Übungen mal nochmal das Ganze anschauen. Also wenn der Java C-Befehl durchläuft, heißt es nicht unbedingt, dass dann trotzdem das Programm auch am Schluss funktioniert, sondern es kann dann trotzdem noch was schief gehen. Aber generell versucht eben Java ihnen zu zeigen, wo was nicht stimmt, genau mit diesem Pfeil da. Aber ja, also hier ist er an der richtigen Stelle, da drüben hat Java ein Problem mit der Klasse. Wobei das Public Class ja eigentlich soweit korrekt war. Es war halt nur der Name der Klasse nicht korrekt. Das heißt, es ist immer so, manchmal sind die hilfreich, die Meldungen, manchmal nicht. Genau, ansonsten, wenn man halt irgendwas über Git wissen möchte, kann man irgendwie hier mal Help ausführen, und dann stehen da schon die ganzen Befehle, die so relevant wären. Hier gibt es zum Beispiel Git Merge. Das heißt, wenn wir, also es war die Frage, wie merge ich jetzt eigentlich den Test mit dem Master?
Wenn man das nicht weiß, macht man manchmal git help, dann macht man irgendwie git merge help und dann kann man sich das da anschauen. Also da steht irgendwie, ja, okay, damit kann man zwei Branches zusammenführen. Hier ist sogar so ein hübsches ASCII-Art-Beispiel. Und hier ist eben, ne, da steht quasi, was es alles für Parameter gibt in der Geschichte. Genau, und dann kann man sich das eben irgendwie durchlesen. Uiuiui. Das ist ein bisschen längerer Text. Genau, sie gehen davon aus, wir haben irgendwie zwei Branches, wir haben den Master und wir haben, bei uns heißt der eben Test, hier ist das jetzt Topic. So. Und die gehen davon aus, dass man gerade auf dem Master Branch ist. Also es ist halt immer wichtig, dass ihr also jetzt erstmal den Branch auscheckt, sozusagen, den ihr am Schluss, ich will es nicht sagen, behalten, aber ne, mit dem ihr, in den ihr was reinmergen wollt, ja. Und dann, ja, steht hier eben, wenn man jetzt dann quasi Git Merge Topic macht, was dann passiert ist, dass die Änderungen von Topic, also bei uns Test, dass die dann im Master landen. Ist noch die Frage, was die hier noch wollen mit der Second Syntax. Ja, und hier ist halt dann, da kann man dann da durchgehen und kann sich das irgendwie alles durchlesen, was. Es gibt da super viele Optionen, wir brauchen davon hoffentlich nicht viel. Ja. Aber im Prinzip, also das, was hier noch alles kommt, würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr durchlesen. Ich wette, was, also ich kenne davon die meisten Parameter auch nicht. Aber generell, wenn man da mal am Anfang sich ne, diese Description durchliest, ich fand, da war das eigentlich ganz schön erklärt, sogar mit den Bildern. Da steht eigentlich alles, was man wissen muss. Also das gehört eben auch ein bisschen dazu, dass wir nicht alles zeigen oder nicht alles auf den Folien erklären oder so. Das ist manchmal Absicht, manchmal vielleicht haben wir es auch tatsächlich einfach vergessen zu erklären. Aber da ist dann eben gefragt, dass sie sich auch ein bisschen selber helfen. Und wie gesagt, Git hat zumindest eine wahnsinnig gute Dokumentation eingebaut. Man kann natürlich dann auch bei Google eingeben, Git Merge. Können wir ja mal probieren, da kommt dann bestimmt irgendwie an erster Stelle so ein Treffer bei, nein, an zweiter Stelle bei Stack Overflow. Da ist halt die Frage, ob die Antwort dann dort unbedingt korrekt ist. Die ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen länglich. Aber hier, ja, es ist im Prinzip halt auch nochmal ähnlich erklärt. Genau, also die Hoffnung ist, dass ihr am Ende des Semesters nicht alle Aufgaben so löst, dass ihr alles bei Stack Overflow sucht. Aber im Zweifel, wenn man da mal mit einem Tool nicht weiter weiß, ist es auch kein Thema, da den passenden Befehl sich rauszusuchen. Gerade bei Git ist es schwierig, alle Befehle zu kennen. Dann war noch die Frage, wieso ich den Master-Checkout gemacht habe und nicht Test. Weiß nicht, ich wollte halt wechseln, um was zu zeigen. Ne? Also ich kann da weiterhin zwischen den beiden wechseln jederzeit, wie ich es auch vorhin gemacht habe. Nur wichtig ist halt, dass was am Schluss zählt, ist halt der Master. Also wir schauen uns nur den Master-Branch an. Wenn Sie da 10 andere Branches anlegen, dann wird der hier wieder nicht reinschauen. Ja, die Frage, ob man durch Stack Overflow zum echten Programmierer wird, ist hoffentlich nicht ernst gemeint. Aber auf der anderen Seite ist es normal, dass man auch, wenn man schon 10 oder 20 Jahre programmiert, dass man da auch mal trotzdem noch was nachschaut, weil man sich einfach nicht von jeder Programmiersprache und von jedem Tool alle Befehle merken kann, und oder alle möglichen Fehler kennt. Von daher ist es vollkommen normal, dass man ab und zu Sachen nachschaut. Das ist gar kein Thema, aber es sollte eben nicht so sein, dass man alles nachschaut. Also wenn Sie dann am Schluss vom Semester nachschauen, wie funktioniert ein If oder wie vergleiche ich zwei Zahlen oder so, das wäre halt schlecht. Wenn Sie da hingegen anschauen, nachschauen, irgendwie merge ich zwei verschiedene Git-Histories, die irgendwie, keine Ahnung, keinen gemeinsamen Ursprung oder irgendwas Kompliziertes haben, oder halt irgendeinen speziellen Fehler, den Sie das ganze Semester davor noch nie hatten. Wir können das ja auch mal ausprobieren mit irgendwas. Was habe ich denn da gemacht? Genau, also wenn ich hier jetzt mal nochmal den Klassennamen irgendwie falsch mache. Und dann schauen wir C. Genau, also wenn man da jetzt halt nicht irgendwie drauf schlau wird, kann man mal versuchen, das irgendwie zu googeln. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil da unsere Klassennamen mit drin sind. Aber im Prinzip, ne, dann kriegt man schon so ein, okay, Klasse X ist public, declared as, Dings, Dings. Dann kann man da mal reinschauen. Dann steht da, okay, der Name der Klasse muss, ne, halt genau, was ich gesagt habe.
Foo.java muss halt mit Foo anfangen. Genau. Also, wenn man aus der Fehlermeldung nicht schlau wird, weil die ist zugegebenermaßen nicht sonderlich hilfreich, dann schaut man halt mal nach im Internet, im Zweifel. Okay. Ich sehe eigentlich keine offenen Fragen gerade. Ich habe, glaube ich, alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Also ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel. Ich warte mal noch ein bisschen, ob noch irgendwie eine Frage aufkommt oder so, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber zu Java macht es, glaube ich, meines Wissens noch keinen Sinn, noch irgendwas zu zeigen. Ich habe vorhin mal in die Folien geschaut. Wir können da mal nochmal durchscrollen, ob da irgendwas. Also es gab ja diese, ne, diese schnelle Einführung in Java. Und da wurden, okay, da waren halt so theoretische Sachen erklärt, ne, mit Variablen und so weiter. Okay, es gab dieses Beispiel mit dem, das könnten wir uns vielleicht mal nächste Woche genauer anschauen, mit den gemeinsamen Teilern und so. Aber das ist hier ja nur mal, das war ja nur so eine Motivationsvorlesung. Dieses Lightset. Und bei dem anderen sind wir ja noch nicht sonderlich weit, also es gibt einfach nichts, was ich zum Thema, weiß nicht, ASCII oder so jetzt demonstrieren kann. Schauen wir mal noch weiter durch. Genau, hier waren die ganzen Schlüsselwörter erklärt, von denen brauchen wir aber auch nur einen Bruchteil. Das Class haben wir zum Beispiel schon gesehen und so. Die waren dann im Vorlauf der Vorlesung eben alle erklärt. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas. Genau, es gibt so verschiedene Arten von Dingen. Also hier zum Beispiel Literale. Aber. Genau, die grundlegende Struktur haben wir schon gesehen. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß, das macht alles noch nicht so wirklich Sinn. Was ist denn Static und so? Das kommt dann im Laufe der nächsten Wochen. Aber ich würde da mal noch die nächste Übung abwarten, bis ich irgendwie, also zu den Dingen hier kann ich einfach irgendwie gerade nichts demonstrieren. Wenn wir dann nächste Woche irgendwie mehr gelernt haben, mittlerweile in der Vorlesung, gibt es auch wieder mehr, was ich in der Übung zeigen kann. Genau, also in den beiden Dingen. Fällt mir nichts ein, was man gut demonstrieren kann. Ah ja, stimmt, da gab es doch eine ganz gute Idee und zwar mit den genau das und das und. Ist die Frage, ob ich das jetzt schon gut demonstrieren kann. Ich glaube allerdings nicht, weil auch die ganzen Funktionen und so weiter wurden noch nicht vorgestellt. Das können wir uns mal merken für nächste oder übernächste Übung vielleicht. Also der Punkt ist, da war eben die Frage, wenn man so ein Unzeichen macht und wenn man zwei Unzeichen macht, was da der Unterschied ist. Und ganz grob gesagt, der Unterschied ist, wenn das am Anfang schon falsch ist und es geht ja bei dem Und darum, dass alle Dinge wahr sind, wenn da eins schon falsch von ist, dann kann man ja eigentlich schon aufhören, ne? Also wir haben. Ich mache das jetzt mal einfach auf der Konsole. Also wir haben irgendwie True und keine Ahnung, False. Na, das Beispiel bringt nicht so viel. Und zum Beispiel sowas. Na, also wir fragen uns quasi, das macht natürlich jetzt in dem Beispiel, ne, wenig Sinn, aber wir haben irgendwie drei Variablen und wenn die erste schon False ist, dann braucht man eigentlich den Rest sich gar nicht mehr anschauen, weil das kann ja nur noch schief gehen. Also mit der Verundung wollen wir, dass alle wahr sind und wenn das erste sowieso schon False ist, brauchen wir quasi nicht weitermachen. Das sagt im Prinzip das und. Das würde da quasi so einen Shortcut nehmen. Hingegen, wenn man das so macht, dann würden auch die anderen geprüft werden, ob sie wahr oder falsch sind. Selbst wenn das erste falsch war. Das Problem ist, das macht jetzt hier irgendwie keinen Unterschied. Das macht da später einen Unterschied, wenn man bei der Prüfung dann irgendwie wiederum Funktionen aufrufen, die wir jetzt leider noch gar nicht kennen. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel Funktionen aufrufen, die dann wahr oder falsch zurückgeben, dann macht es einen Unterschied. Aber das ist jetzt einfach noch nicht, kann ich jetzt noch nicht sinnvoll demonstrieren, weil es dort noch zu viele Basics fehlen. Dann war die Frage, zeigen, wie man zusammenarbeiten kann. Das ist natürlich eine gute Frage. Ist wahrscheinlich unter der I
oder Voraussetzungen, dass sie gerade irgendwie gar nicht zusammen in einem Raum sind, schätze ich mal, ist die Frage unter der Prämisse. Aber die Antwort ist eigentlich Git. Und ansonsten irgendwelche anderen Tools, also irgendwie Screensharing. Es ist so ein bisschen, oder Discord, Teamspeak. Da müssen Sie was einfallen lassen. Ich denke, die meisten hier sind technisch affin, denke ich mal, die sich auch dazu entscheiden, Programmieren zu machen. Und ja, oder keine Ahnung, per WhatsApp telefonieren und nebenher darüber reden. Aber ich denke, am meisten Sinn macht es quasi so Pair-Programmingsmäßig, wenn einer seinen Bildschirm teilt und der andere zuschaut und sich irgendwie über irgendein Konferenzsystem nebenher einwählt und sie das dann zusammen irgendwie per Voice Chat besprechen. Ich denke, das wäre so die beste Lösung. Sonst kann man natürlich auch, wenn man schon ein bisschen routiniert ist, kann man halt einfach die Aufgaben verteilen und jeder schreibt quasi seinen Quellcode und pusht den und der andere pullt. Also dafür ist ja Git genau gedacht, dass zwei Leute parallel an der gleichen Sache arbeiten. Ach so, dann gab es eben eine Frage mit dem, wie man aus der README-Datei wieder rauskommt. Das kommt natürlich darauf an, was für einen Editor man verwendet. Also ich habe ja hier Vim und das ist so ein bisschen speziell. Damit kommt man eben nicht mit Escape wieder aus dem Programm, sondern was man da macht, ist eben W, um zu speichern und Q, um zu schließen. Und das Ganze auch nur, also ich habe es gar nicht gesagt, ich drücke Doppelpunkt, ne, und dann WQ. Man kann auch irgendwie ein anderes Programm verwenden. Also man kann zum Beispiel auch Nano oder Emacs oder was man da sonst noch so möchte verwenden. Aber bei denen funktioniert es wieder komplett anders. Also bei Nano ist irgendwie, keine Ahnung, Control-X oder so. Das kommt halt auf ihren Editor drauf an. Da kann ich jetzt keine allgemeine Antwort geben. Ach so, ja, und wenn man eben, das habe ich jetzt auch nicht gezeigt, aber Vim hat eben, ich bin jetzt gerade im normalen Modus. Wenn ich jetzt hier I drücke, dann bin ich im Insert-Modus und wenn ich jetzt WQ mache, das wird dann wahrscheinlich auch in späteren Übungen noch öfters mal passieren, dann funktioniert das nicht. Dann schreibt es einfach nur in die Datei WQ. Das wollen wir nicht. Das heißt, man drückt zuerst Escape und dann WQ. Oder was man eben auch machen kann, wie ja die Person schon im Chat korrekt angemerkt hat, ist, man kann Ctrl Z drücken und dann ist es suspended. Das heißt, wir haben das jetzt mal nur pausiert quasi. Jetzt kann ich hier irgendwas anderes, jetzt kann ich zum Beispiel ausführen. Weiß nicht, was hatten wir? Hello World und dann Java, Hello World. Das ist wahrscheinlich noch kaputt von vorne. Egal, also wir nehmen an, wir haben das jetzt ausgeführt, dann kann ich FG machen und dann kommt das wieder in den Vordergrund. Ja, wenn man das nicht macht mit FG, dann passiert Folgendes, dann sagt mir Vim, ah, du hast die Datei eigentlich schon offen oder jemand anders auf dem PC hat die Datei schon offen und oh Gott, was machen wir jetzt? Das wollen wir nicht. Das heißt, wenn man das mit Ctrl Z suspendet, dann muss man das mit FG wieder in den Vordergrund bringen. Genau. Ja, genau. Also ich glaube, Discord wäre eine ganz gute Lösung zum Zusammenarbeiten, aber man kann genauso gut irgendwie WhatsApp, Telegram, was auch immer. Also irgendwie ein Voice Chat würde ich halt empfehlen und irgendwas mit Screen Sharing. Das macht wahrscheinlich am meisten Spaß. Gut, wir haben theoretisch noch 10 Minuten. Da haben wir die Übung eigentlich erstaunlich gut genutzt. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Aber ich warte mal noch kurz. Jeden Fall cool, dass so viele dran geblieben sind. Wir hatten irgendwie zu Peak-Zeiten hatten wir ungefähr 250 Leute. Jetzt gegen Ende sind wir immer noch bei 213 oder so. Das heißt, die meisten sind dabei geblieben. Das freut mich auch, dass wir so viele Fragen hatten. Ich hoffe, das wird auch in Zukunft so bleiben, weil dann können wir die Übungen, wie gesagt, ich bereite immer ein bisschen was vor. Hatte ich jetzt auch diesmal ein paar Slides dabei mit so organisatorischen Sachen. Ich versuche mir eigentlich immer zu überlegen, was macht Sinn, irgendwie nochmal zu erklären, weil irgendwie viele Fragen dazu kamen. Schon vorher zum Beispiel im Forum oder per Mail, aber die ich dann übrigens nicht beantwortet habe, wie angekündigt, sondern hier in der großen Übung besprochen, die Sachen. Aber wenn das weiter so bleibt, dann wäre das ganz cool. Dann haben wir eben auch ein bisschen interaktiven Inhalt,
Beziehungsweise, wenn sie keine Fragen stellen, wird es ja keinen Sinn machen, die Übung live zu machen. Deswegen hat mich das gefreut, dass es heute schon mal gut funktioniert hat. Und nächstes Mal werde ich auch versuchen, das mit dem Licht irgendwie besser zu machen. Das Problem ist, die Uni hat hier so ein interessantes System, wo sie das Licht automatisch wieder ausschaltet, wenn es zu hell ist. Deswegen war vorhin die Beleuchtung furchtbar. Vielleicht mache ich den nächsten Livestream einfach wieder von daheim. Und dann sehen wir mal, ob das besser wird. Was waren da noch für Fragen? Also, ja, ich glaube, man verwendet eigentlich immer das und beim Programmieren. Das ist so ein super Sonderfall, dass man mal dieses und will. Also, ich wüsste. Also, ich glaube, ich habe es die letzten Jahre. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal nur ein und geschrieben habe. Weil das ist vielleicht relevant, wenn man irgendwie C programmiert oder so, aber hier in Java programmiert man eigentlich nie so, dass es einen Unterschied machen sollte. Also, dann. Ich sag mal so, wenn das einen Unterschied macht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass das irgendwie eben ein schlechter Programmierstil war. Das heißt, ich würde immer mir diese und diese. Ich meine, es macht wahrscheinlich performance-technisch auch keinen Unterschied, aber ja, das ist halt so eigentlich die Variante, die man normalerweise überall sieht. Natürlich kann man auch eine IDE verwenden, genau, also. Ich habe es am Anfang halt nicht so empfohlen. Das war eben in den vorherigen Semestern, ne, wenn man eine Klausur hat. So eine IDE ist halt das Problem, dass die automatisch viele Sachen richtig macht. Und ja, das hat man dann halt nicht, wenn man auf Papier programmiert. Auf der anderen Seite sieht es natürlich dieses Semester eh ein bisschen schwieriger aus mit Klausuren auf Papier schreiben. Deswegen, ja, weiß nicht. Ich würde mir halt mal versuchen, die Basics am Anfang nur mit dem Editor zu machen. Und dann vielleicht im Programmieren zwei erst eine IDE zu verwenden, aber ich kann niemanden von abhalten. Es kann halt immer mal passieren, dass die IDE automatisch Dinge macht, die dann ihre Abgabe vielleicht kaputt machen, wenn sie irgendwas automatisch importiert, wo wir gesagt haben, sie dürfen nichts importieren. Das kann ihnen dann später um die Ohren fliegen. Das ist dann aber halt, ja, das Risiko quasi. Genau, ansonsten war noch die Frage. Ja, wer sich erst jetzt in den Kurs eingeschrieben hat, ist eigentlich kein Problem, weil die, also habe ich ja schon am Anfang gesagt, das mit den Übungsanmeldungen ist ein bisschen kritisch, weil die letzten Übungen schließen am Mittwoch, weil die dann am Donnerstag stattfinden. Aber die ganzen Videos sind ja alle online. Also auch jetzt, was ich jetzt heute live gemacht habe, werde ich mich nachher darum kümmern, dass das, beziehungsweise das ist jetzt eh wahrscheinlich schon automatisch verfügbar für alle. Gut. Okay, dann sage ich mal danke, dass ihr oder dass so viele bis zum Schluss da geblieben sind. Und dann sehen wir uns in einer Woche zur gleichen Uhrzeit wieder. Ich lasse aber noch den Chat hier ein bisschen offen. Vielleicht machen wir den Rest schon mal aus.